Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed. Momentan nur noch ohne Ton, ich sehe schon. Ha, gerade noch rechtzeitig gesehen. Und wir wollen heute die Main Quest weitermachen. Sofern glaube ich, dass ich muss einmal ganz kurz meinen Monitor umschalten. Die Main Quest war hier irgendwo, da ich sehe sie doch schon, da ist sie doch. So, da gehen wir als nächstes hin und ja. Ob wir jetzt jeden Tag eine Mainquest machen, weiß ich nicht. Je nachdem, ob es sich lohnt. Weil ich meine, das Spiel ist eigentlich verdammt vollgepackt mit irgendeinem komischen Scheiß. Ein Zivilist, ich muss ihn beschützen. Wen? Wo denn? Achso. War das den ich beschützen sollte? Ich weiß es echt nicht. Es ist ein bisschen verwirrend. So. Ich habe ja ein bisschen Geld. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gleich mal losziehen und gucken, ob ich mir eine Waffe leisten kann. Ich will ihn nicht angreifen. Jetzt soll ich die auch noch töten? Hä? Sind das nicht die Guten? Ich bin verwirrt. So. Ab geht's losen. Gut, Charakteranpassung, Ausrüstung, Waffen. Ich hätte gerne ein besseres Schwert, weil meins ist kacke. So, wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 8275. Schaden ist ziemlich gering. Der Schaden würde sich da auf jeden Fall verbessern. Schaden. Gib mir einfach irgendwas mit richtig heftig Schaden, Alter. Oh, das schützt die Hand sogar. Guckt euch das an. Das ist doch mal ein Degen. Der wird die komplette Hand schützt. Im Großen und Ganzen ist der nicht besser als der hier, oder? Kann man das hier nicht irgendwie vergleichen? Tusche! Ich würde das gerne irgendwie vergleichen. Das wäre cool gewesen. Was ist das hier denn? Die dickere Klinge. Voraussetzung: mysteriöser Mordfall. Das Attentat auf John Paul Marat. Okay. Ich kann mir eigentlich schon was Heftiges kaufen, oder? Ich meine, ich habe Geld ohne Ende. Okay, das ist so heftig kann ich auch nicht kaufen. ja, hier, das sieht doch super aus. Ich meine, das hier sieht ziemlich tuntig aus, aber egal. Wollen wir dieses heftige Schwert nehmen? Nehmen wir dieses heftige Schwert. So, gekauft. Jetzt im Besitz. Gebogenes hast du nicht gesehen. So, könnten uns auch irgendwas Langes kaufen, aber. Ich will es mal nicht übertreiben, ne? Wir belassen es erstmal bei der einen Sache. Ich meine, mehr als ein heftiges Schwert werde ich nicht brauchen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wenn ich jemanden den Kopf einschlage, dann brauche ich eine zweite Waffe. Oder eine andere Waffe. Weil früher oder später werde ich höchstwahrscheinlich alles kaufen, wenn ich das Geld hätte. Was ich aber nicht habe. Und was ist das hier? Kann ich hier noch was kaufen? Ist das hier zu verkaufen oder ist hier einfach nur ein Händler? Ich glaube, hier ist einfach nur ein Händler, ne? Ich meine, wozu gibt es hier überhaupt einen Händler? Ich kann doch die ganzen Sachen auch so kaufen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Da ist so eine Mission. Aus dem Weg, jetzt geht mir mal. Aus dem Weg. So. Und wir wollen da hoch für die nächste Quest. Ich denke, ich werde einfach ganz einfach die Nebenmissionen alle in dem Stream machen und dann ist gut. Und dann, wenn wir in den Folgen die Sachen kaufen. Ja, das klingt doch ganz vernünftig. Ihr wollt ja sowieso einen Stream sehen, da könnt ihr endlich mal einen Stream sehen von Assassin's Creed, wie ich langweilige Dinge tue und einfach nur Queste. Sehr schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten oder Ausrüstung? Ja, habe ich das schon. Mal gucken. Ich habe keine Assassin-Punkte mehr, deswegen legen wir los. Außer natürlich die Mordfälle. Die mache ich natürlich so gerne. Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Das ist doch der besagte Wenn du keinen Mörder. Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur.
Gut. Sag sie wer, ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Ihr! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen? Warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins, bis zu alter Ehe. War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassine. Okay, jetzt geht's also richtig los. Ich und mein heftiges Schwert, was ja auf jeden Fall nicht sehr aufsehenerregend ist. Sivert, eliminieren, das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Oh, das klingt gut, das klingt gut. Ich habe eine Leinwand vor mir, die ich bemalen kann, wie ich möchte, und das gefällt mir. Alarmglocken 2, Geheimzugänge 1, einmalige Attentate 1, Zugänge 10. Okay. Da ist mein Ziel. Das heißt, ich gehe nicht nur einfach rein und töte ihn, nein, ich erschaffe etwas. Es ist Kunst, Freunde. Es ist einfach nur Kunst. So, hier kann ich mich allerdings noch frei bewegen, das klingt ganz gut. Erst wenn ich mich dem Gebäude nähere, darf ich es nicht mehr. Okay, gehen wir erstmal runter, würde ich sagen, ne? Runter! Das ist nicht... Ich meine, das Spiel haben sie echt cool gemacht, aber die Steuerung. Ja, ihr habt es gerade gesehen, ich wollte runter und was hat er gemacht? Er hat sich im Kreis gedreht. Ich bin unten, ja. Okay. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Welche Fähigkeiten habe ich denn schon gelernt? Charakteranpassung, Fähigkeiten. Beim Schleichen habe ich schon Fähigkeiten gelernt. Das war einmal Dietrich und... Ja. Na gut. Schade. Da hinten wäre ein Weg. Attentatsgelegenheiten, Infiltrationsgelegenheiten. Die Alarmglocke kenne ich schon. Ich bin hier nämlich schon mal rumgelaufen. Wenn ich da reingehe, bin ich im Arsch. Was haben wir denn hier? Ist die Kathedrale gesichert? Ja, Monsieur de Chenot. Hier ist der einzige Ausgang und wir haben die Wachen bestochen. Gut, jetzt da Arpinon tot ist, will ich kein Risiko eingehen. Wenn Monsieur Sigurd trifft, sag ihm, dass ich die Details mit dem Priester bespreche. Ich treffe ihn vor. Okay, jetzt müssen wir nur aufpassen, bis er alleine ist. Okay, so einfach den zu töten wird es also nicht. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich meine, rein theoretisch könnte ich einfach reinlaufen, den Typen mein Messer reinstecken und das war's. Ich weiß, dass es da einen geheimen Weg lang gibt. Ich bin den aus Versehen schon mal gegangen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne ein bisschen mit dem Spiel spielen. So. Da beim Geschäft haben wir eine Gelegenheit, um reinzukommen. Den Typen müssen wir töten. Es kann gut sein, dass wir einfach diese zwei Möglichkeiten haben, da das Töten, glaube ich, die schwierigere Aufgabe ist. Werde ich das machen? Lass mich mal eben durch. Ich muss nur gucken, wie ich das mache. Eventuell steige ich auf das Gebäude einfach rauf und dann komme ich von oben. Steht er da immer noch? Wo ist er hin? Der ist jetzt da, ne? Okay, ich muss einen anderen Weg auf jeden Fall finden. Ich muss einen Weg finden, um dahin zu kommen zu ihm. Der Untergrund. Oder auch nicht. Und nur das Wasser. Na gut, ich denke mal, so kommen wir ganz leicht zu ihm. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Aber es scheint zu funktionieren. Ich bin im Abwasserkanal. LOL. Oh, da ist ein Feuer. Hier lebt jemand. Hallo? Jemand hier?
Sag bloß, ich gehe jetzt direkt da rein. Also ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal da. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich meine, YOLO. Wenn ich schon mal hier bin, ich werde jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen, weil den finde ich sowieso nicht. Den Weg. Abstoßen! Was verstehst du nicht unter Abstoßen? Geht doch. So, jetzt bin ich hier oben und nu? Ja, gehen wir hier entlang. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Bin jetzt nicht im Kreis gelaufen, oder? ich komme beim Ziel näher. Ich komme beim Ziel näher. Hier geht's nämlich wieder hoch. Freiheit! Ja. Und mein Ziel ist nämlich auch hier. Huch, wieso bin ich plötzlich so schnell beim Schleichen? Ist das von meinem Skill her? Ernsthaft? Der ist verdächtig, soll mal lieber keinen Ärger machen. Nein. Oh Gott, er sieht mich schleichen. Das ist nicht gut. Warum ist er ausgerechnet da hinten? Du läufst jetzt nicht raus, oder? Ach, verdammt Angst. Verdammt, und da sind schon wieder die Wachen. Ich dreh durch. Der läuft doch bestimmt im Kreis. Der läuft jetzt zurück, oder? Moment, ich kann ihn hier überraschen. Ist die Ziege gerade gesprungen? Ich glaube, hier habe ich eine gute Möglichkeit, ihn zu erwischen, oder? Was zum Teufel? Ich will den Typen doch einfach nur töten. Ein teuflischer Trick. Ich glaube, wir müssen einfach so noch ein paar Quests machen, einfach wegen Level und so weiter. Endlich, ich hab ihn! So. Beichtstuhlattentat verfügbar. Oh, damit kriegen wir Möglichkeiten, ich verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt noch die andere Möglichkeit uns ergiebig mache, haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir ihn töten können. Ah, jetzt wird ein Schuh draus, Freunde. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Als nächstes möchte ich nämlich... wenn wir schon die Möglichkeit haben, mehrere Möglichkeiten zu haben, dann sollten wir diese Möglichkeiten auch haben. Wie ich finde. Und dafür mache ich extra Spezialmoves für euch und renne hier quer über die Dächer. Oder über die Dach. Wie nennt man das? Schrägen? Dachziegel? Keine Ahnung. Jetzt bin ich auf den Dachziegeln. Wie nennt man das in den Seiten? An den Fensterpfosten? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Einen Ministranten oder nur einen gewöhnlichen Dieb? Schnapp ihn! Nein, lass mich! Ich wollte doch nichts tun! Guten Tag. Ich weiß nicht. Weißt du, sie laufen weg! Lauf doch nicht gegen die Antenne! Ich meine Laterne. Geh weg. Jetzt verstecken wir uns hier nämlich einfach bei denen hier. Und wenn er gleich kommt, dann töten wir ihn. Und niemand hat's gemerkt, Freunde. Ihr seht schon, ich lerne dieses Spiel zu beherrschen. Ah, ich muss ihn bestehlen. Ich meine, ich könnte ihn auch töten, aber bestehlen ist besser.
Komm du doch her! Nicht an der falschen Stelle? Was habe ich denn da markiert? Achso, das ist gar nicht markiert. Haha, beklaut und getötet. So. Medizin voll. So, Notre Dame Schlüssel erhalten. Okay, rein theoretisch müssen wir jetzt nach oben. Den Haupteingang können wir höchstwahrscheinlich nicht benutzen. Das ist, klingt auch nicht wirklich logisch, dass ich da lang gehen sollte. Ich könnte jetzt theoretisch noch, ich könnte jetzt theoretisch noch die Glocke sabotieren, aber muss ich nicht. So. Das war übrigens Glück, dass hier die Tür war. Ich wusste nicht genau, wo sie war. Attentat aus dem Versteck 2. Keine Alarme auslösen. Okay. Da ist die Glocke. Mein Ziel befindet sich da drin. Ich meine, wir haben uns hier ja schon mal reingeschlichen, deswegen ist das ja gar kein Problem. Ist. Also werden auf jeden Fall versucht, das Beichtstuhl-Attentat zu machen. Freund oder Feind? Freund. Aber ich konnte ihn nicht töten. So. Ich glaube, ich sehe da ein Versteck, das ich nutzen kann. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach, ey. Ich muss mich jetzt mal zu diesen Verstecken hinarbeiten. Wenn die mich sehen, bin ich am Arsch. Jetzt hör doch mal auf, da rumzustehen. Genau, geh einfach weiter. Oh, ich könnte von hier aus schön auf ihn rausspringen. Darf aber nicht. Jetzt geht er zurück. Du willst mich doch verarschen. Ich weiß nicht. Nein! Nein! Kommt er auch mal wieder raus? Aber ich habe noch keinen Alarm ausgelöst. Von daher. Oh, die Waffe ist nicht schlecht. Ich gehe auch im Beichtstuhl. Traum. Jetzt komm da raus, verdammt! Ich mach dich nieder! Verdammt, den Schwachkopf! Du willst dich doch verarschen, oder? Es gibt keinen kommender Hund! So, der ist in den Beichtstuhl reingegangen und kommt nicht mehr raus! Wie doof ist dich das? Die Luft aufgelöst, oder? Kommt er jetzt da raus? Oh, wenn ich mich verstecke, sehe ich die Ziele auf der Karte. Okay, der Typ hängt jetzt da drin, ist Alarma. Echt jetzt? Okay. Da dürfen wir jetzt nicht mehr lang gehen. Geilo. Er kann doch noch nicht weit sein, hä? Beichte erstmal deine Sünden und dann komm raus und beschwer dich. Keine Ahnung. Mir egal. Also, die blauen Quadrate sind höchstwahrscheinlich Verstecke. Genau. Damit könnte ich wieder hochgehen. Weg! Aus dem Weg! Ich kann auch nicht zurückgehen, weil der andere Penner da ist. Ja. Gut, dann muss ich woanders zuschlagen. Wir sind immer noch da? Wir sind immer noch da. Was mache ich denn jetzt? Ernsthaft? Moment, er kann doch noch nicht weit sein. Oh, ihr wollt mich doch verarschen, ey.
Bier! Sohn einer. Jetzt habe ich schon zwei Wachen töten müssen wegen dem einen Typen. Ich schleiche mich jetzt einfach weg. Hoffentlich sieht er mich nicht, wie ich hier um die Ecke gehe. Okay, perfekt. So. Da haben wir doch schon mal ein Ziel. Der hat irgendwas in... Was ist das denn? Ein Symbol, okay. Inakzeptabel. Ach, damit komme ich hier runter in die Kanalisation oder was? Interessant. Also gut, es gibt hier anscheinend markierte Stellen, die ich benutzen kann, um in die Kanalisation zu kommen. Was hält ihn denn bitte so lange auf? Was denn? ETF? Wie hat er mich gesehen? Wie hat er mich gesehen? Achso, Lücke. Ja, wie soll ich den denn durch das Versteck aus töten? Ach Gott. Müsste wie hinter ihn kommen. Okay, er ist nicht mehr da. Okay. Ich hab's geschafft, Freunde. Ich bin im Versteck drin und kann einen töten. Und Beichtstuhl-Attentat müsste doch auch aus dem Versteck sein. Ich meine, kann doch sein. Okay. Und wenn ich rumschleiche, bin ich doch auch in dem Versteck, oder? Denn rein theoretisch war ich versteckt. Zum Teufel steckt du hier noch. Nee. Okay. Denn, dass ich ewig warte. Ich hab da noch eine Wache. Da könnte ich es vielleicht nochmal ausnutzen. Nee, mehrere Wachen habe ich da. Dass ich ewig warte. Das wird doch lächerlich. Zum Teufel. Das ist auch noch der Big Boss, ne? Denkt er denn, dass ich ewig warte? Ich muss mich trotzdem irgendwie zum Beichtstuhl vorarbeiten. Rein theoretisch hätte ich wahrscheinlich da auch was fallen lassen können, glaube ich. Jetzt läuft er hier auch noch rum. Was ist los mit dem? Und da kann ich auch nicht durch. Scheiße, ich bin in der Falle. Okay, er geht jetzt nämlich zum Beichtstuhl. Das heißt, ich habe mir, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Kann das sein? Nichtsdestotrotz sind da Wachen. Sind wir auf der Seite. Scheiße, ich muss zum Beichtstuhl, ne? Okay, das geht nicht. Nein, ich bin stecken geblieben. Verdammt. Wie bin ich gestorben? Hä? Okay, Freunde, okay. Okay, okay. Es war ein bisschen schwerer als gedacht. Ich glaube, ich ziehe das. Soll ich noch mal ein bisschen über Länge? Was sagt ihr? Ich meine, theoretisch könnte ich jetzt zum Beichtstuhl gehen. Sollen wir mal zum Beichtstuhl gehen? Ich meine, das ist ganz schön. Obwohl aus seinem Versteck heraus. Ich könnte auch quasi die Menschenmasse nehmen, theoretisch. Aber wir nehmen das. Wir machen das jetzt mit dem Beichtstuhl. Das wird ja leicht sein, dahin zu kommen. Und ja, mal gucken, je nachdem wie viel Zeit wir haben. Was? Verlust. Bin ja noch hier. Egal. Wir wissen, dass es ja nicht allzu weit entfernt ist, der Beichtstuhl. Und das können wir dann auch direkt nutzen. Wo war nochmal die Tür? Hier irgendwo. Stimmt, an der Ecke hier, ne? Wir sind hier rausgelaufen und sind dann direkt hier hochgegangen und dann war da die Tür. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. So. Nee, was machst denn du? Hör auf mit dem Scheiß.
geh einfach runter, bitte. Danke. Vor allem der Beichtstuhl ist jetzt direkt unter mir. Aber der braucht ja sowieso noch eine halbe Ewigkeit, bis er da ist, ne? Okay, das heißt, ich habe jetzt noch die Möglichkeit, diese zwei Attentate aus einem Versteck zu machen. Rein theoretisch. Was war das? Ich nicht. Oh Gott. Was? Spring doch runter, mach doch irgendwas. Noch nicht in sein Sichtgebiet. Weißt du, das sind noch ganz viele, ne? Du hast nichts gesehen. Was geht hier vor sich? Moment mal. Nein! Was? Warum gehst du? Übrigens, hübsche Kamerasicht. Scheiß drauf. Beichte, mein Freund. Beichte deine Sünden. Ach, kommt jetzt direkt hierher? Ah, höchstwahrscheinlich hier, weil ich das Event getriggert habe, dass ich im Beichtstuhl gegangen bin. Obwohl, jetzt haben die Leichen vor dem Beichtstuhl gesehen. Ich glaube, er wird jetzt nicht mehr hier reingehen, oder? Meint ihr, er ist so doof und geht in den Beichtstuhl, da wo die ganzen Leichen sind? Stimmt was nicht. Scheiß drauf. Ich habe die Gelegenheit einfach genommen. Wartet hier. Es darf uns niemand stören. Sie wer? Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Siver, kommt weg da! Gottverdammt, Sie haben was falsch verpasst. Okay, immerhin ein Ziel aus dem Versteck. Immerhin. Keine Alarm auslösen kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Aus dem Versteck haben wir auch noch jemanden geholt. Ein dicker Mann läuft weg. Okay. Ich muss jetzt nur noch raus und ich weiß nicht, ist das ein Fahrstuhl? Adieu, ihr Deppen! Ja, ich würde sagen, damit bin ich draußen. So. Ja, hat doch irgendwie so funktioniert, genau wie ich es wollte, nur anders. Schön. Ah, Sequenz 3, Erinnerung 2, die Beichte Erinnerung abgeschlossen. Gut, Freunde, wir haben jetzt einen Henkersbeil bekommen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.